In diesem Video erkläre ich euch alles zum Raglan von oben Pulli Alma. Ich erkläre euch, wie er gestrickt wird von A bis Z. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia, Strickdesignerin für internationale Garnmarken und Alma ist ein Modell aus meiner neuen Sommerkollektion. Raglan von oben Pullover haben super viele Vorteile und die bestehen in. Sie sind extrem einfach zu stricken, auch für Anfänger. Sie können aus nahezu allen Garnen gestrickt werden. Sie können nachträglich leicht abgeändert werden. Man kann sie unterwegs immer wieder anprobieren und es ist sehr einfach, sie passend zu stricken. Und ich fange mal damit an, euch das Modell vorzustellen. Das ist also Alma, ein extrem schlichter Pullover. Er hat keinerlei Bündchen. Er hat an allen Kanten einen I-Cord und er ist gestrickt aus einer wunderbaren Baumwolle, die ich euch gleich noch zeigen werde. Hier seht ihr die Kanten am Halsausschnitt und am Arm, hier nochmal von Namen und alles ist super, super schlicht gehalten und nur mit einem I-Cord umrandet. Ihr braucht für Alma, wenn ihr die Originalwolle nehmt, was Mirasol Vinku ist, eine ganz neu auf dem Markt erschienene organische Mischung aus Tengius Baumwolle und Seide. Tengius Baumwolle ist eine der besten Baumwollen der Welt. Sie ist super strapazierfähig und trotzdem sehr, sehr weich. Und Organic heißt, dass die unter biologischen Gesichtspunkten hergestellt worden ist. Also keinerlei Einsatz von Chemikalien. Und hier seht ihr den Verbrauch für das Original. Wenn ihr den so in diesem Lindgrün strickt, braucht ihr je nach Größe, die erste ist eine Größe S, 4 Stränge, für die M, für die L auch und für die XL und XXL braucht ihr dann 5. Ein Strang hat 100 Gramm, zeige ich euch aber gleich auch noch. Ist ja Uni gestrickt, wie ihr sehen konntet. Ich werde das Ganze hier aber für ein bisschen Abwechslung in gestreift nachstricken und ich brauche dann einen Strang mehr. Ich stricke die größte Größe und benutze diese Farben, die ihr hier aufgeschrieben sehen könnt. Ihr braucht eine Nadel Nummer 5 oder größer. Also 5 ist meiner Meinung nach so das kleinste, was man benutzen kann, denn Vinku tut es überhaupt nicht schlecht, sie richtig schön locker zu verstricken. Hier unten seht ihr mit Nadel 5 und dann immer ein bisschen größer geworden, 5,5, 6, 6,5 und bis sogar hin zu einer 7. Ist ein bisschen löcheriger, okay, aber trotzdem, das Strickbild bleibt schön. Also könnt ihr ganz nach eurem Geschmack, was auch ein Riesenvorteil ist beim Raglan, ihr braucht nichts ändern an den Maschenzahlen, die ich euch angeben werde im Verlauf des Videos, ändern, sondern könnt wirklich mit eurer Nadel stricken, braucht keine Sorgen haben, dass die Maschenprobe nicht hinhaut, denn beim Raglan muss man da so gesehen nicht so drauf achten wie bei anderen Modellen. Das ist die Originalfarbe, dieses schöne Lindgrün. Und ich werde das Ganze in gestreift machen. Aus Vinku, wie gehabt. Und ich habe mir diese Farben hier ausgesucht, die alle so schön soft und mild sind und zusammenpassen. In dieser Kombi stricke ich es euch vor. Und Waschmarkierer braucht ihr auch. Hier habe ich nochmal grün unterlegt. Das sind die Farben, die ich benutzen werde. Diese 6. Ich stricke euch die größte Größe vor, die XXL.
und hier nochmal Alternativgarne. Ich sagte ja schon, einer der großen Vorteile beim Raglan Pullover stricken oder auch Jacken stricken ist, es passen so unglaublich viele Garne darauf, ohne dass man Angst haben muss, dass das Ergebnis nicht hinhaut oder dass das Ding nicht passt zum Schluss. Das hier ist eine kleine Auswahl aus unserem Shop, was man noch so nehmen kann. Ihr findet ja unseren Shop hier, das ist der www.jahnstore.de, mein Online-Shop. Da findet ihr hier unter Wolle viele, viele Garne zur Auswahl, die man nehmen kann. Das Originalgarn von Mirasol findet ihr hier unter den Mirasol-Garnen. Und die stammen alle aus dem Mirasol-Projekt, welches ich euch in einem Extra-Video noch vorstellen werde. Und Ersatzgarne, die man nehmen kann. Ich lasse euch einen kurzen Blick drauf werfen. Natürlich die Cumulus, ein Traumgarn, ein Dauerbrenner, butterweiche Baumwolle, sowas Weiches. Wenn ihr die noch nicht in den Händen hattet, dann wäre das wirklich mal eine Maßnahme. Kann man auch super nehmen für das Modell. Gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Einmal die Solid in Uni. Einmal die Rainbow, die ist gestreift. Und die Dappled, die ist meliert. Alle drei aus der gleichen mega watteweichen Baumwolle. Also weicher geht es nicht. Die kann man auch gut nehmen, wenn euch das Originalgarn, die Winko, nicht so gefällt. Noro kann man natürlich auch nehmen, kann man immer nehmen. Das wäre für den Sommer hier zum Beispiel die Kakigori. Dann wird das Ganze ein bisschen softer meliert oder mit Tsubame sogar gestreift, wenn es ein Norogan sein soll. Oder vielleicht auch die neue von Jodie Long, die Alpa Mayo. Das ist dann ein bisschen wärmer, weil da nicht nur Baumwolle und zwar auch wieder Tengus Cotton, Tengus Baumwolle drin ist, sondern auch Baby Alpaka, also Jodie Long, Alpa Mayo, auch eine super Wahl für einen sommerlichen und trotzdem weich wärmenden Raglan Pullover. Aber wenn ihr unsicher seid, fragt nach, schreibt uns eine E-Mail, kontakt@jahnstore.de. Da werden alle Fragen bezüglich Wolle beantwortet. Und was vielleicht noch spannend ist, als letzter Alternativvorschlag, ist die Luisa Harding Giardino. Die hat auch unglaublich hübsche, frische Sommerfarben. Bleibt auch im Sortiment. Und mit so melierten Farben ist es ja auch immer ein bisschen abwechslungsreicher, das Stricken. Luisa Harding, englische, britische Designerin. Giardino ist die Wolle. Und dann soll das jetzt mal reichen, um euch auch ein paar Alternativen gezeigt zu haben. So, einmal wieder Platz hier auf meinem Tisch und zurück zur Winku und unserem Raglan-Pullover. So,
Hier waren wir stehen geblieben. Wie geht das Ganze jetzt los? Die Eckdaten für Alma sind wie folgt. Von oben nach unten. Es gibt, wie gesagt, 5 Größen, die passend für das Körpermaß der Oberweite, wenn ihr also direkt am Körper messt, von 84 bis 124 cm reichen. Gestrickt ist der Raglan-Pulli Alma an der Oberweite beginnend bei 100 cm für die kleinste Größe bis 140 cm für die XXL. Er sitzt also nicht ganz knackig eng, das ist ja beim Sommerpulli auch immer sehr ungünstig, sondern hat eine schöne, lockere Mehrweite, aber nicht Oversize. Also es ist so ein Mittelding. Und er ist von der Schulter, was ja hier dieser Punkt ist, bis nach unten von 56 cm für die Größe S bis hin zu 60 cm für die größte Größe. Aber auch das ist ein mega Vorteil beim Raglan von oben stricken. Ihr könnt den so lang stricken, wie ihr wollt. Kürzer oder länger ist überhaupt gar kein Problem. Das ist lediglich das, was ich in der Anleitung so festgelegt habe. Und die Maschenprobe hat 15 Maschen und 20 Reihen gestrickt mit Nadel Nummer 5. Aber ich sagte es, großer Vorteil beim Raglan von oben, wenn ihr diese Maschenprobe nicht erreicht oder sie euch auch nicht gefällt, dann ist das in diesem Fall beim Raglan von oben stricken nicht entscheidend für den Erfolg. Eine ganz tolle Sache beim Raglan von oben. So, und hier nochmal unterlegt, mit welchen Maßen ich stricken werde, und ich werde euch von Anfang bis Ende alles vorstricken. Hab mir die größte Größe ausgesucht und werde euch das zeigen. So, hier geht's los mit der Anleitung. Muss ich mal schnell hier wieder einblenden. Den Maschenanschlag macht ihr entsprechend der hier angegebenen Maschenzahlen. Für meine Größe XXL schlage ich gleich 74 Maschen an und stricke die erste Rückreihe links. Und das will ich jetzt auch mal tun. So, da ich gestreift stricken möchte, überlege ich mir jetzt noch, welche Farbreihenfolge. Ich fange mal mit dem Hellblau an. Das hatte ich schon mal gemacht bei einem Pulli. Es hat sich super bewährt. Das mache ich hier jetzt auch. Und dann taste ich mich langsam vor. So. Ich nehme, weil ich von mir weiß, dass ich sehr fest stricke, eine Nadel 6,5. Das könnt ihr aber ausprobieren, wie das bei euch gut aussieht oder was euch gefällt. Ich nehme gerne die Lücke Sets, weil die Einzelseile haben und Einzelnadeln, die man dann halt an verschiedene Seillängen anschrauben kann. Was man dabei aber nie vergessen darf, ist das Anziehen mit diesem kleinen Schlüssel. Da muss man einmal kurz rein in das Löchlein und festziehen, denn in den Fingern hat man oft nicht genug Kraft und dann löst es sich zwischendurch. Okay, Maschenanschlag, Kreuzanschlag, das ist mein zu 95% benutzter Anschlag. Da mache ich keine Experimente, der hat immer die richtige Dehnbarkeit, immer die richtige Elastizität und auch Strapazierfähigkeit.
Also ganz normaler Kreuzanschlag. Ich lasse mir hier so ja, 3 mal 30 cm Faden hängen und fange dann an. Und es sind ja 74 Maschen anzuschlagen. So, 74 Maschen sind angeschlagen. Die erste Reihe ist eine Rückreihe und wird links gestrickt. Auch die Randmasche. So, 24 Maschen links zurückgestrickt. Diese erste Reihe ist immer noch mal eine ganz gute Gelegenheit, die Maschenzahl zu kontrollieren und mitzuzählen. Und falls ihr euch dann beim Maschenanschlag vertan habt, könnt ihr hier noch mal eine Masche abnehmen oder zusätzlich aufschlagen. Und habt die exakte benötigte Anzahl. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt die Einteilung und die steht hier im zweiten Absatz. Und weil das sehr viel und vielleicht für Anfänger sehr unübersichtlich ist, zeige ich euch eine Hilfestellung, wie ihr euch das Ganze sehr anschaulich übertragen könnt auf ein Extrablatt und das Ganze dann sehr viel leichter zu verstehen sein wird. Ihr nehmt euch ein Blatt und zeichnet euch das in etwa auf. So. Denn das ist die Draufsicht auf euer Modell. Es wird ja von oben gestrickt. Das ist der Maschenanschlag, der dann um den Hals zu liegen kommt. Und wir stricken von oben nach unten. Und das hier wäre die Draufsicht von oben auf euren Maschenanschlag. Und da gibt es zunächst mal 4 Raglanmaschen, die immer aus einer Masche bestehen. So. Hier hinten ist das Rückenteil, hier vorne ist das Vorderteil. Das ist noch nicht geschlossen, weil wir ja einen V-Ausschnitt einbauen wollen. Also ist es hier noch offen. Und hier ist der eine Arm und der zweite Arm. Wenn ich jetzt an meine Übersicht denke, kommen 2 Maschen auf jede Vorderteilseite. Für den Arm, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, muss ich mal ganz kurz zurückgehen. Für den Arm waren es für meine Größe 12 Maschen und für das Rückenteil 42. Genau. Also hier 12 Maschen, 12 Maschen und hier 42. Und das zusammengerechnet ergibt wieder meine 74 Maschen
vom Anschlag. Jetzt kommt Folgendes. Es muss zugenommen werden. Und zwar an jeder Raklanlinie, in jeder Hinreihe, eine Masche vor und eine Masche danach. Das heißt, vor dieser einen Raglanmasche und am besten ihr hängt euch Maschenmarkierer davor und danach ein. Zeige ich euch gleich, aber dann kann man sich da nicht vertun. Also ihr braucht 8 Maschenmarkierer, die Raglanmasche einrahmen quasi. Und dann nehmt ihr in jeder Hinreihe, also in jeder zweiten Reihe, einmal davor und einmal danach eine Masche zu. Und das formt die Raglan-Schrägen. So, das ist die erste Zunahme. Dann brauchen wir ja aber auch hier Zunahmen, um den V-Ausschnitt zu formen. Und da wird auch zugenommen, und zwar wie folgt. Das waren die Raglanmaschen. Das war die Skizze, die man sich als Hilfestellung nehmen kann. Und hier sind die Zunahmen beschrieben. Also oben stehen die Raglanzunahmen, beidseitig der Raglanmasche in jeder zweiten Reihe, was jede Hinreihe ist, jeweils einmal davor, einmal danach. Und zwar für die Größe S 26 Mal, für die Größe XXL die letzte, also 30 Mal. Und gleichzeitig wird für den vorderen Ausschnitt zunächst in jeder vierten Reihe an jeder Vorderteilseite entsprechend der Größen einmal eine Masche. Und dann in jeder zweiten Reihe entsprechend der Größen auch jeweils eine Masche. Warum jetzt einmal in jeder vierten und einmal in jeder zweiten? Das ergibt einen schöneren Verlauf. Man fängt erstmal flach an und wird dann steiler. Oder anders gesagt, man nimmt erstmal weniger zu und dann schneller. Also von flach zu steil, und das gibt diese schöne geschwungene Form. Und wenn ich mir das jetzt mal hier auf mein Blatt übertrage, für meine Größe, die größte XXL, bedeutet das in jeder vierten Reihe, ich zeige es euch gleich, einmal eine Masche und dann in jeder zweiten Reihe 18 mal eine Masche. So, für die XXL in jeder vierten Reihe einmal nur eine Masche und dann switcht man schon um auf in jede zweite Reihe 18 mal eine Masche. Und das stricke ich euch jetzt mal vor. So. Und wenn ihr das nämlich euch so skizziert habt, könnt ihr wunderbar jetzt in der ersten Hinreihe alles abarbeiten und vergesst nichts. Also, es kommt die erste Hinreihe. Für den V-Ausschnitt habe ich noch keine Zunahme, weil ich nur in jeder vierten Reihe zunehmen muss. Also mache ich hier keine Zunahme. Es ist ja so zu sehen, und hier vorne muss ich jetzt den V-Ausschnitt einbauen. Also erstmal noch keine Zunahme. Aber zwei Maschen stricken, dann kommt die Raglanmasche
Und ich nehme davor eine Masche aus dem Querfaden zu, verschränkt. Ich nehme mir also den Querfaden hoch, verdrehe den und nehme daraus eine Masche zu. Dann hänge ich mir einen Maschenmarkierer ein, um diese Raglanmasche abzutrennen. Strick die Raglanmasche rechts und hänge mir gleich wieder den nächsten Maschenmarkierer ein und weiß jetzt, die Masche dazwischen ist immer meine Raglanmasche und immer in Hinreihen, einmal davor und einmal danach muss ich zunehmen. So, davor hatte ich, jetzt kommt noch danach die Raglanzunahme. Ich greife wieder von unten nach oben unter den Querfaden. Nee, von hinten nach vorne, entschuldigt. Stech mit der linken Nadel hier ein, verdrehe mir dabei die Masche, lass sie aber auf der Nadel, strick eine rechte daraus und habe eine weitere Masche zugenommen. Jetzt kommen die 12 Maschen vom Arm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir sind hier. Die nächste Masche ist also wieder eine Raglanmasche. Erst kommt dann die Zunahme davor. Ich hole mir den Querfaden von hinten hoch. Stech unter den vorderen Maschenschenkel ein. Hab's die Masche somit ein bisschen verdreht und strick eine rechte Masche raus. Maschenmarkierer, Raglanmasche, Maschenmarkierer, zweite Zunahme, verschränkt aus dem Querfaden. So, jetzt kommen die 42 Maschen vom Rückenteil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42. Die nächste Masche ist wieder eine Raglanmasche und zwar diese hier. Ich nehme also davor eine Zunahme aus dem Querfaden verschränkt zu, hänge mir die Maschenmarkierer ein, Raglanmasche, Maschenmarkierer. Eine weitere Zunahme. Und strick die nächsten 12 Maschen für den anderen Arm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, eine Zunahme, Maschenmarkierer, Raglanmasche, Maschenmarkierer. Die nächste Zunahme, und noch zwei Maschen Rest vom Vorderteil. So,
Das war die erste Hinreihe. Die Mascheneinteilung ist erfolgt. Diese Einteilung begleitet uns jetzt über die ganze Raglan-Passe hinweg. Ich stricke euch gleich noch eine Reihe vor, wie dann die V-Ausschnitt-Zunahmen ins Spiel kommen. Aber so viel gesagt, schon mal zur Erklärung. Solange der V-Ausschnitt noch Zunahmen braucht, solange wird in Reihen gestrickt. Und wir stricken glatt rechts, also Hinreihen immer mit rechten Maschen, Rückreihen immer mit linken Maschen. Wenn dann der V-Ausschnitt beendet ist und hier vorne wird geschlossen, dann wird in Runden weiter gestrickt, immer nur mit rechten Maschen. Die Rückreihe habe ich jetzt fast unterschlagen. Und die wird, weil wir noch in Reihen stricken, einfach nur links gestrickt. Alle Maschen links. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr die Randmasche immer als Knötchen ranstrickt, immer rechts. Und habt einen schönen, stabilen, festen Rand. Das mache ich jetzt mal. Also Randmasche immer rechts. Und den Rest der Maschen links, auch die Zunahme. Auch die Rand, die Raglanmasche, alles. Alle Maschen links. Die Zunahmen aus dem Querfaden verschränkt zu stricken, hat den großen Vorteil, dass es kein Loch ergibt beidseitig der Raglanmaschen, sondern ein schönes geschlossenes Bild. Und wer meinen Raglan-Kurs kennt, den Raglan-Jackenkurs, der kann ja da noch mal nachschauen. Ihr könnt die Raglan-Linien natürlich schmückender gestalten mit Zopf, mit Lochmuster, mit Rippenmuster, zwei rechts, zwei links. Also da kann man ja abwandeln. Aber weil für Alma die Wolle schon so besonders ist, die Winku dieses Geflammte hat, mal fest versponnen, mal lockerer versponnen, mal so ein bisschen wattiger und mal enger, ergibt das ja ein super interessantes, spannendes Bild von alleine. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, noch ein Schmuckelement für die Raglan-Linien reinzubringen. Weniger ist immer mehr. Also ist Alma super, super schlicht, damit das Garn voll und ganz zur Geltung kommen kann. So. Jetzt bin ich gleich am Ende. Angelangt mit der Rückreihe. Und es kommt die erste Zunahme für den V-Ausschnitt. Maschenmarkierer sind eine feine Sache. Darüber vergisst man dann nicht, die Raglan-Zunahmen in den Hinreihen. So, jetzt kommt die erste Zunahme des V-Ausschnittes und ich fange an, hier eine Strichliste zu führen. Erste Zunahme.
Und die mache ich, indem ich die erste Masche verdoppel und die letzte Masche verdoppelt. Ihr müsst ja an beiden Seiten zunehmen. Also, das Verdoppeln macht man so, man strickt wie zum Rechtsstricken eine rechte heraus, lässt aber die Masche noch, entschuldigt, ganze nochmal von Namen. Wie zum Rechtsstricken eine rechte Masche herausstricken, aber die Masche auf der linken Nadel lassen und dann nochmal von hinten einstechen und eine zweite Masche herausstricken. Dann habt ihr die erste Masche verdoppelt und habt die erste Zunahme erledigt. Könnt ihr auch abhaken, eine Zunahme. So. Trotzdem nicht die Raglan-Zunahmen vergessen. Die kommen jetzt wieder aus dem Querfahren verschränkt, wie schon gezeigt. Maschmarkierer rüberheben, Raglan-Masche stricken, Maschmarkierer rüber, zweite Zunahme. So. Denke, das ist klar. Ich stricke jetzt mal weiter, arbeite meine V-Ausschnitt-Zunahmen ab und zeige euch dann, wie man zur Runde schließt und weiter strickt. Was ich mir jetzt natürlich noch in der Zwischenzeit überlegen muss, ist,